In Großbritannien wird weiter gelockert. Aber es hat mehr als 127.000 Corona-Tote gegeben. Wegen dieser enorm hohen Zahl an Todesopfern steht das Management der Pandemie durch die Regierung in der Kritik und wird jetzt, wie in Italien, von einer Untersuchungskommission aufgearbeitet. Dazu erklärte Premierminister Boris Johnson: In einer solchen Tragödie hat der Staat die Pflicht, seine Handlungen so rigoros und offen wie möglich zu untersuchen und alle Lehren für die Zukunft zu ziehen, weshalb ich immer gesagt habe, dass es, wenn die Zeit reif ist, eine vollständige und unabhängige Untersuchung geben sollte. In Dänemark werden die Lockerungen dadurch erleichtert, dass eine offizielle App jetzt Impfungen und Tests anzeigt. Die Handy-App ermöglicht zum Beispiel Restaurantbesuche. Natürlich ist der Corona-Pass eine Einschränkung, die die Leute davon abhalten könnte, in die Kneipe zu gehen. Aber nach 4,5 Monaten Lockdown werden die Leute in Kopenhagen alles tun, um ein Bier oder etwas zu essen im Restaurant zu bekommen. In Deutschland, wo etwa ein Drittel der Menschen mit zumindest einer Dosis geimpft sind, wird über die Einführung eines Test- und Impfzertifikats diskutiert. Dabei setzt die Regierung auf eine europäische Lösung. Wenn uns das gelingt für die EU jetzt in den nächsten Wochen, dann werden wir damit im Zweifel einen Weltmaßstab setzen, weil wir die erste Region auf der Welt sind, der das überhaupt gelingt, nicht nur eine nationale Lösung zu haben, sondern eine, die international anschlussfähig ist. Das haben nicht mal die USA. Erst einmal abwarten, heißt es in Schweden. Dort werden die Corona-Regeln in den kommenden 2 Wochen nicht gelockert, weil die Infektionszahlen zuletzt weiter angestiegen sind.